Okay, das ist jetzt sowieso das erste Mal, dass ich sowas überhaupt mache. Also, ihr habt ja gesehen, ich habe das Tutorial einfach mal für euch übersprungen. Ich glaube, das kann sich dann jeder selber nochmal angucken. Oder ich meine, wenn ihr das Game sowieso schon kennt, dann ist das eh alter Tobak für euch. Und ihr seht das, ich finde es eigentlich ganz gut, dass man hier ein Trainingsspiel spielen muss, um jetzt den Rest des Spiels hier sich freizuschalten. Also würde ich sagen, gehen wir mal auf die Juwelen. Jagd, ich bin ja heute am Tablet, das seht ihr ja immer an den Android-Rändern rechts und links. Ich weiß, das Game ist eigentlich richtig cool auf dem Handy. Allerdings da gibt es da kleine technische Schwierigkeiten, was dann später vielleicht ein Livestream angeht oder so. Da kriege ich das Handy nämlich nie mit rein, weil die Software noch keine IP-Quellen unterstützt. Die normale OBS-Software, mit der ich jetzt aufnehme, die unterstützt diese Quellen. Da kann ich das machen. Also aufnehmen ist schon möglich, aber wenn es dann um Stream geht, da kriege ich dann nur wieder das Tablet rein und noch nicht das Handy, aber das mal so am Rande erzählt. Okay, dann hauen wir hier mal rein, gehen wir einmal auf Spielen und dann lädt das hier. Es ist eigentlich relativ fix, auch noch auf dem Tablet hier, muss ich sagen. Und diese Steuerung muss, das ist das Besondere. Aber erstmal heiße ich euch natürlich herzlich willkommen bei mir zu einer neuen Runde Brawl Stars, muss ich sagen, denn ich habe es ja noch nie gespielt. Und meine Mates machen sich hier jetzt schon auf, sehe ich gerade. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Also die Steuerung ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Und okay. Was müssen wir machen? Wir müssen Juwelen nehmen. Das, was wir natürlich nicht wissen, ist, oder das, was ich eigentlich noch nicht weiß, wer ist hier eigentlich Freund und wer ist hier eigentlich Feind? Weiß ich immer noch nicht. Wer ist eigentlich Freund und wer ist eigentlich Feind? Ah, was ich jetzt aber schon sehe, ist, man kann sich wohl hinter diesen Büschen hier verstecken. Wir sollen den Gegner das hier ja abluchsen. Das Ganze hier. Oh, den haben wir. Das war ein Durchmarsch hier. Okay. Oh, da kommt die aber schon wieder raus. Da hätten wir uns jetzt. Ah, ja. Da hätten wir uns doch, glaube ich, ein bisschen wieder zurückziehen sollen. Mal gerade, da sind die Juwelen, die wir machen können. Blaues Team. Okay, also ich erkenne im Moment noch nicht, wer ist hier eigentlich blau und wer ist hier eigentlich rot. Ich glaube, wir sind hier alle Noobs, hätte ich mal fast gesagt. Achso, mein Special kann ich noch. Oh, da war eine Bombe. Alter, da war eine Bombe, da war eine Bombe. Roll vorbei. Okay. Wir haben auf jeden Fall gewonnen. Ich muss mal genau gucken, wie man das überhaupt sieht, wer hier rot oder blau ist. Okay, das waren Bots, alles klar. Leider sind die auch nicht viel besser als ich. Okay, wichtiger Hinweis. Oh, den kann ich einfordern. Das Skin, du hast einen neuen Skin freigeschaltet. Vielen Dank, dass du Brawl Stars im Jahr 2018 spielst. Das ist allerdings der Avatar-Account, auf dem ich hier im Moment bin. Und noch nicht der Toto. Den Toto will ich ganz gerne auf dem Handy anfangen. Aber schön animiert hier. Jawohl. Ah, Star Shelly, okay. Was die auch immer kann. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen orientieren hier. Und was es hier eigentlich alles so gibt. Okay, es gibt Medaillen. Ich habe im Moment 0. Ah, da muss ich einmal raufklicken. Okay, den kann ich mir freischalten. Nächstes Ziel ist eine sogenannte Rollbox, okay. Und danach, ah so, bei 10, ah, okay. Kann man sich das freischalten lassen und so weiter. Freischalten, Cold. Aha, okay. Ja, gar nicht mal so schwer. Was haben wir hier oben? Ah, hier oben gibt es die Einstellung. Soundeffekte, Supercell-ID. Ich habe mich immer noch nicht verbunden. Noch mit keinem einzelnen Account. Google Play auch noch nicht verbunden. Und den Namen kann man hier wohl dann nicht mehr ändern. Deswegen war es ganz gut, dass ich heute mal mit der angefangen habe hier. Es gibt hier natürlich auch einen Shop, okay. Und ich habe 0 Juwelen. Und man kann einen seltenen Brawler hier freischalten lassen. Okay, große Box, Mega Box, Juwelenpakete. Also so das Übliche, was man so kennt. Aber ich denke mal, wir wollen ja noch ein wenig Spiel sehen und Testspiel erstellen. Nee, was ist das hier, wenn ich hier auf die 1 klicke? Ah, okay, hier gibt es jetzt News. Time to explain, ja, einen Tag vor. Ah, okay, das ist so ähnlich wie bei Clash of Clans. Alles klar. Und ja, dann würde ich sagen, wir spielen mal. Gegnersuche gefunden. Oh, jetzt geht's online rein. Alter Falter, das erste Team, das 10 Juwelen hat, gewinnt. Alles klar, Brawl. Dann hauen wir mal rein. So, dann gucken wir mal, was wir hier so machen können. Oh, okay. Da geht schon mal rein jetzt. Und ich weiß gar nicht, diesen Special, den ich habe hier, der muss ja erstmal laden. Der muss erstmal laden und ach so, jetzt
Jetzt erkenne ich auch die roten und die. Jetzt erkenne ich auch die roten anhand der Kreise erkennt man das hier. Alles klar. Anhand der Kreise erkennt man das hier. Oh, die roten sind aber schon schwer in Bedrängnis. Den nieten wir jetzt um, jawohl. Jetzt müssen wir uns allerdings immer wieder, glaube ich, so ein bisschen zurückziehen. Und den haben wir auch umgenietet. Oh, da kommen sie jetzt schon wieder, die roten. Ja, ich meine, wenn man die natürlich dann gleich hier wieder so in Empfang nimmt, dann ist das natürlich richtig krass. Kann man nicht anders sagen. Oh, da kann man sich, glaube ich, auch so ein bisschen verstecken, kann das sein, hier drin in diesem Gras hier. Ah ja, okay. Okay, da kann man sich drin verstecken, sehe ich gerade. Ich glaube, wir rocken ganz gut, dass die Bude hier schnell die Juwelen hier einsammeln. Jawohl. Und hier haben wir einen Countdown. Oh, wir müssen doch hier Juwelen einsammeln, Leute. Die sind doch hier unten. Da. So. 9, 8. Oh, jetzt kommt schon ein Countdown. Dann hauen wir hier nochmal unseren Special, glaube ich, raus. Und ich denke mal, damit haben wir dieses Match hier auch gewonnen. Jawohl. Roll vorbei. Oh, Starspieler gibt es auch. V-Ranken 2002 ist hier der Starspieler. Nicht schlecht, aber Avatar ist auch ganz gut. Ein Power, ein Power. Und, oh, hier gibt, die haben schon einige Pokale hier. Das ist natürlich nicht schlecht. Hier haben wir erstmal gesiegt. Oh, hier haben wir ein bisschen Erfahrung bekommen. Markenbelohnung, okay. Insgesamt 20. Okay, die sind raus, glaube ich. Aber ich würde sagen, wir spielen noch ein Spiel. Auf die anderen warten. Ja, machen wir mal. 11 Sekunden. Oh, geht dabei. Gefundene Spieler 6. Und nächste Runde. Juwelenjagd. Das erste Team A. Okay, das ist immer diese Juwelenjagd im Moment. Ich muss mir ja wahrscheinlich andere Sachen noch freischalten lassen hier. Aber jetzt muss ich mal. Jetzt wollen wir mal schauen. Vielleicht kriegen wir ja jetzt noch ein bisschen andere Gegner hier. Die also mal so ein bisschen besser sind, ne? Mal so ein bisschen besser sind. So. Oh, mein. Jetzt muss ich natürlich. Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Juwelen hier schon mal einsammeln. Okay, regeneriert, glaube ich, während des Games hier. Und also während man wieder so ein bisschen läuft und flüchtet. Oh, den haben wir gekriegt. Ey, da ist schon so ein super Typ. Also ich muss mich mal so ein bisschen, glaube ich, mit den Charakteren hier, was sie denn können, wirklich mal beschäftigen. Und aber ich glaube, wir haben wieder auch dieses Spiel hier absolut gerockt hier. Ich denke mal, so richtig gut sind die anderen jetzt nicht. Muss ich mal so sagen. So, hier kannst ja voll reinlaufen. Und es passiert einfach gar nichts. Triff Gegner, um deinen Superskill aufzuladen. Okay. Ich muss Gegner treffen, um den Superskill aufzuladen. Eieiei, da ist ein roter, da ist ein roter. Komm, komm, komm. Und hier ist auch noch ein roter. Den machen wir auch noch weg. Jawohl. Den machen wir auch noch weg. Wir sind jetzt natürlich ziemlich stark in der Übermacht hier. Also die kommen hier nicht, die fassen nicht mehr wirklich Fuß hier und sagen, oh, wo bin ich da oben? Und vermutlich haben die so das gleiche Problem, was ich im Moment habe, nämlich mit dieser Steuerung klarzukommen. Aber ich muss ja auch nur Gegner treffen. Oh, die untere Anzeige ist übrigens meine Munitionsanzeige und da habe ich im Moment nicht so viel. Bro, vorbei. Okay. Aber ich glaube, auch das Ding haben wir wieder gewonnen, kann das sein? Jawohl. New Team, Starspieler, auch nicht schlecht. Oh. Jo. Und weiter. Oh, plus 6 Pokale haben wir gekriegt. Shelly ist schon Rang 2 jetzt, das ist super. Muss ich mir mal angucken, was kann die eigentlich machen, beziehungsweise was haben die eigentlich für nette Fähigkeiten. Und hier kann man also auf Shelly gehen und kann sich dann angucken. Star Power ist Schrot. Bremse, okay, kann in Brawl Boxen gefunden werden. Ach so, nachdem Shelly Power Level 9 erreicht hat. Okay, das muss ich erstmal machen. Das ist dann Star Power. Aber ich sehe die Trefferpunkte. Ich sehe die Schaden pro Kugel. Schaden pro Kugel, okay. Und als Info, Shelly Shotgun beschießt Gegner mit Streufeuer. Das haben wir eben schon gesehen. Das ist auch immer in diesem Kegel. Ihr Superskill zerstört Deckung und hält Feinde auf Distanz. Ah, okay. Macht die halt so ein bisschen zurück. Im Moment habe ich ja, glaube ich, nur Shelly, ne? Kann das sein? Ja, ich muss die anderen Brawler hier alle freischalten. Alles klar. Ja, das war so, ich muss sagen, das war so ein bisschen
das erste Walkthrough hier. Kleine Sucht ist jetzt schon da, ne? Kleine Sucht ist jetzt schon da. Es macht wirklich gar nicht mal so Unlaune, muss ich sagen. Einzig hier mit der Steuerung, da komme ich noch nicht ganz so super klar. Aber ich denke mal, mit der Zeit wird auch das etwas werden. Na komm, 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 komm. Ich denke mal, dass wir jetzt auch nicht mehr immer so da durchstürmen können. So, jetzt muss ich einmal meinen Superschuss machen. Oh, jetzt, oh, ich verliere Leben. Ich verliere Leben. Da ist ein Juwel, den müssen wir aufsammeln. Jawohl, wir haben schon fünf. Der Gegner hat erst einen. Das ist natürlich nice, nice, nice. So. Und den haben wir gekriegt. Da unten den kriegen wir auch noch, oder? Komm, kriegen wir den noch? Kann es sein, dass der Gegner immer, dass meine eigenen Mates immer auf mich schießen? Nee, ne? Kann nicht sein, ne? Die lassen wir jetzt mal wieder nicht raus hier. Wir haben schon wieder neun gesammelt und ich denke mal, hier gibt es noch den Schau und den Cooldown. Oh. Hier unten war doch einer. Die verstecken sich hier immer in diesen Büschen. Ne? Kann das sein? Kann das sein, dass die sich immer in diesen Büschen verstecken? Oh, jetzt verliere ich mal meine Power. Aber der Brawl ist vorbei. Wir haben 12 Stück gemacht. Oh, super. Super Sache. Ja, macht Laune. Leute, ich kann euch sagen, das Spiel macht wirklich Laune. Ich hätte es nicht gedacht. Und sollte aber jetzt erstmal so ein erster Walkthrough sein. Oh, wir haben schon wieder so ein paar Medaillen dazu bekommen. Und haben uns jetzt eigentlich schon. Ah, 70 von 10. Da unten gibt es so eine Truhe. Ich glaube, wir machen mal so weit, wie wir so eine Truhe haben hier. Nee, in Shop wollte ich nicht. Was ist das hier oben, wenn ich darauf klicke? Ah, okay. Ich kann schon eine Brawlbox einfordern. Das ist natürlich nicht schlecht. Die nehmen wir mal. Mal gucken, was da drin ist. Jetzt bin ich wirklich mal gespannt, was da so drin hockt. Und ja, geht hier denn jetzt auf oder muss ich da jetzt draufklicken? Ja, dann klicke ich da jetzt mal. Ah, ich muss einmal draufklicken. Okay, ich habe Münzen bekommen. 15 Münzen, okay. Verbleibende Gegenstände ein. Ich kann also nochmal. Und Powerpunkte, Shelly. Ah, das ist super. 9 Stück brauche ich. Nee, ich brauche etwas mehr, glaube ich, davon. Ah, ich habe ein Upgrade freigeschaltet. Super. Ich erhalte, okay, das ist nochmal eine Zusammenfassung. Den kann ich auch einfordern. Den schalte ich mir natürlich auch frei. Oh, super. Leute, es läuft hier bei mir. Und Brawl Stars. Ich bin immer ein bisschen leicht lachgeflasht hier, wenn ich solche Spiele spiele. Denn das ist echt nicht mein Ding. Das ist echt nicht mein Ding, aber mein Gott. Vielleicht wird es ja. Schauen wir mal. Und eins von sieben Brawlern. Ah, okay, es gibt Meilensteine. Nita greift ihre Feinde mit einer donnernden Schockwelle an. Mit ihrem Superskill beschwört sie einen Bären, der sie im Kampf unterstützt. Ah, das ist sehr cool. Okay, die Brawlbox haben. Die Brawlbox haben wir ja gleich. Da müssen wir noch einmal spielen, glaube ich. Dann haben wir die auch, dann machen wir die auch noch auf. Gefundene Spieler 6 von 6. Oh, es geht schon wieder los. Sauber. Es geht schon wieder los. Und da brawlen wir. Ich brawl jetzt auch mal so ein bisschen hier in die Ecke. Ah ja, okay. Hier ist man so ein bisschen unsichtbar, sehe ich gerade. Und jetzt, ich glaube, oh, in die darf ich mich aber. Oh, in die darf ich mich aber nicht so reinwerfen. Alles klar. Ah. Man respawnt, okay, sterben gehört ja auch mal dazu. Sterben gehört ja auch mal dazu. Und mit diesem komischen Kegel, muss ich sagen, komme ich noch nicht ganz klar, der mir dann anzeigt, nach wohin ich eigentlich schieße. Und weil wenn ich loslasse, schieße ich. Das ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig noch für mich, muss ich dazu sagen. Und man muss auch so ein bisschen ja auch beides koordinieren. So. Oh, da kriege ich jetzt gleich schon wieder ein bisschen harten Beschuss. Da muss ich mich kurz mal so ein bisschen hier auch verstecken und so ein bisschen hochgehen. Oh, wir haben jetzt aber schon 6. Wir sind schon so ein bisschen besser wieder dabei. Ich habe auch wieder mein Special. Jawohl. Aber ich muss auch Gegner treffen, um den Skill aufrecht zu erhalten. Scheiße. Da haben sie mich jetzt auch gepiesackt hier in Hintern, von hinten. Das ist natürlich überhaupt nicht nett. Dass die, oh, mit dem müssen wir jetzt aber erstmal hier rausbringen.
Ei, die sind aber heftig in unserer Zone, sehe ich jetzt gerade. Oh, ich muss erstmal wieder ein bisschen aufladen. Muss hier unten ein bisschen rumrennen. Um dann. Ja, gucken wir mal. Was ist das eigentlich für ein Ding hier in der Mitte? Ah, okay, da fallen Edelsteine raus. Und die müssen wir ja sammeln. Oh, ne, 600. Oh, was macht denn der für einen fetten Schuss da? Immer. Oh, 8, 9. Oh, das ist eine ganz enge Kiste, Leute. Das ist eine ganz enge Kiste jetzt. 8, 9. Da muss ich jetzt noch einmal irgendwie mein Special hier bringen. Und den dann nochmal hinterher. Da müssen wir nochmal alles geben. Oh, wir haben 10, 10, 8. 10, 9 gewonnen. Oh nein, nee. Ach, ich dachte, das Spiel ist vorbei. Okay, jetzt kommt nochmal der Countdown. Die dürfen auf keinen Fall nochmal was machen. Auf keinen Fall nochmal was machen. Oh, wir haben richtig, oh, wir haben richtig gesammelt. Ei, wir haben richtig, richtig gesammelt jetzt. Und jetzt können wir nochmal rein. Okay. Oh, ach nee, uns sind's. Ah, die sind. Ah, okay. Jetzt habe ich es begriffen. Wenn wir natürlich sterben, dann bekommen die von uns die Juwelen, die wir schon gesammelt haben. Okay, 12, 11, Leute. 12, 11. Da ist noch ein Juwel. Da ist noch ein Juwel. Ei, nein. Jetzt sind zwei Leute von uns da gestorben, da oben. Ah, das ist doof. Das ist doof gewesen. Wo hänge ich denn hier jetzt fest? Wieso hänge ich hier jetzt fest? Und warum zählt der Countdown hier immer wieder durch? So, komm. Weg, weg, weg. Ich muss weg, ich muss weg. Alter, ist das spannend. Blaues Team Cooldown. Okay, jetzt haben wir hier einen Cooldown. Einmal noch den Special gezogen hier, um hier nochmal richtig was zu reißen. 16, 13, okay. Also das ist natürlich auch nicht ganz unspektakulär, muss ich mal so sagen. 16, 13 gewonnen. Oh Mann, ey. Jetzt ist die Folge zwar länger geworden. Griezmann war hier der Bessere. Und es gibt ja auf jeden Fall ein paar Pokis. Und Shelly, Rang 3 jetzt schon. Jawohl, geht hier erstmal relativ zügig. Später geht sicherlich etwas schleppender zugange. Und dann verlassen wir das mal. Wir machen jetzt nochmal. Ah ja, wir können, glaube ich, genau hier können wir natürlich die jetzt einfordern, die Brawl Box hier, die holen wir uns auch gleich ab. Mal sehen, was drin ist. Es sind Münzen drin und Powerpunkte für Nita. Okay, das ist ja auch mein einziger, den ich neben Shelly habe. Und das ist nochmal. Oh, und Powerpunkte für Shelly auch. Donnerwetter. Da waren jetzt also drei Sachen drin. Alles klar. Das ist die Zusammenfassung. Nächstes Ziel: Showdown. Okay, das mache ich jetzt aber nicht mehr mit euch. Hier haben wir was im Shop: Brawler ein. Oh, die kann ich upgraden hier. Das kostet 20. Ah, okay. Das kann ich sogar machen. Bestätigen, um anzutippen. Jawohl. Ah, jetzt habe ich sie erst auf Rang 3. Alles klar. Und weiter geht es, glaube ich, nicht, ne? Kann das sein? Ah, ne. Brawler hat nicht genug Powerpunkte. Okay. Also, mein erstes Mal hier. Mit Brawl Stars und Shelly. Ich werde mir das Ganze noch ein bisschen genauer angucken. Werde das Ganze jetzt erstmal auf dem Handy mit dem Toto zocken. Ich hoffe, es hat euch trotzdem dieser ganz, ganz kurze Einblick in dieses Game gefallen. Ich werde mich hier jetzt mal ein bisschen schlauer machen, schlauer lesen, schlauer spielen. Bis dahin, euer Toto. Echt.